habe die Ehre, euch heute zum Dicksaal mit dem Titel Directed by Data begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Rebecca Scharlach, ich absolviere meinen Master in Medienwissenschaft an der Filmuni Babelsberg und ich war hier studentische Mitarbeiterin im Bereich internetbasierte Innovation am HIC, das die Veranstaltung heute Abend mit der Kooperative Berlin organisiert. Beim Schreiben dieser Einleitung habe ich mich gefragt, inwieweit die Kreativindustrie heute schon von Algorithmen gesteuert wird, sichtbar und unsichtbar. Währenddessen habe ich natürlich meinen Mix der Woche angehört, die Playlist, die ein schlauer Algorithmus von Spotify jede Woche für mich erstellt. Ich musste bei meiner Recherche feststellen, dass Algorithmen leider bessere Bilder malen können als ich. Doch das Thema Kunst möchte ich dem Experten in dieser Runde überlassen und stattdessen beispielhaft auf ein Thema eingehen, mit dem ich mich als Digital Native bestens auskenne, Streaming-Plattformen. Spotify hat 157 Millionen User und Userinnen auf dieser Welt. Netflix hat mittlerweile knapp 125 Millionen, also Nutzerinnen, die für ihren Account zahlen. Am 14. April ist das Unternehmen 21 Jahre alt geworden und wer hätte es gedacht, 3 Millionen dieser Kunden und Kundinnen bestellen Filme immer noch als DVD per Post. Spotify und Netflix sind darauf spezialisiert, uns genau das vorzuschlagen, was wir in ihren Augen sehen und hören möchten. Wenn ich Serien wie Girl Boss auf Netflix schaue, werden mir Films with a strong female lead vorgeschlagen, weil der Netflix-Algorithmus mittlerweile verstanden hat, dass ich es nicht mag, wenn Frauen in Filmen nur Dekoration sind. Netflix pflegt tausende verschiedener Subkategorien, um die Vorlieben der User und Userinnen bestens zu bedienen. Manchmal schleicht sich der Gedanke in meinen Kopf, dass diese Algorithmen meinen Geschmack besser kennen als ich selbst. Damit stellt sich auch die Frage, wie wir diese Entwicklung beurteilen wollen. Ist es manchmal nicht ganz schön, Neues zu entdecken, ohne danach zu suchen? Oder spielen wir Menschen im besten Fall bald alle eine ähnliche Rolle wie Kinder in Disneyland? So wie es der schwedische Philosoph Nick Bostrom oder Boston in einem viel diskutierten Zeitartikel zu KI befürchtet. Das, was Netflix und Spotify momentan so erfolgreich macht, ist, dass sie zu jedem Zeitpunkt mehr über ihre Kundinnen und Kunden wissen als andere Wettbewerber, wie beispielsweise Filmverleihe oder Kinos. Dazu wird euch Janis wahrscheinlich gleich noch was erzählen. Durch unser Verhalten auf diesen Plattformen und die Nutzung dieser Angebote können Unternehmen hochpersonalisierte Filterblasen erzeugen. Filterblasen, die durch unsere Daten gespeist werden. Und anstatt sie platzen zu lassen, wachsen sie durch unsere Algorithmen. Und künstliche Intelligenzen ins Unendliche. Unsere Daten sind für ein Unternehmen wie Netflix zum Kapital geworden. Doch wie groß sollen unsere Filterblasen noch werden? Wie kreativ kann eine Kreativindustrie wie beispielsweise die Filmbranche noch werden, wenn sie schon seit Jahren von Quoten bestimmt und nun vielleicht bald von Algorithmen geleitet wird? Und wie viel Selbstbestimmung bleibt am Ende noch, wenn alles, was wir im Internet tun, für kommerzielle und nicht immer transparent kommunizierte Zwecke genutzt wird? Und mit diesen Fragen gebe ich ab an Katja Weber und wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Fragen. Ein paar mehr haben wir hier auch noch und ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid und hoffe, ihr habt auch die eine oder andere Frage oder User Experience mitgebracht. Denn was du vorhin sagtest, kann ich aus meinem Leben gar nicht bestätigen, wobei ich zum Beispiel eher Netflix nutze oder Amazon Prime und denke, kennen die mich noch immer so schlecht, dass die mir so einen Mist anbieten? So, aber da mag es ja unterschiedliche Eindrücke geben. Wir wollen drüber reden. Herzlich willkommen zum Dicksaal Directed by Data. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mal sehen, wohin die Diskussion tendiert. Vielleicht hat es die eine oder der andere in Nachrichten noch heute gehört. Die Europäische Kommission hat angekündigt, Investitionen in Milliardenhöhe zu tätigen in die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Wir müssen Vorreiter sein, sagt die Digitalkommissarin in Brüssel. Bis 2020 will sie rund 20 Milliarden Euro investiert sehen und sagt dazu, in Asien wird 3-mal mehr ausgegeben dafür, in Nordamerika 5- bis 6-mal so viel Geld wird dort in die künstliche Intelligenz gesteckt. Wir reden heute über eine Schnittmenge, die wir hoffentlich noch genauer definieren können, zwischen KI, dem Analysieren großer Datenberge, das hattest du auch gerade angesprochen, und nicht zuletzt über Kunst.
So, wir haben es sicherlich in den vergangenen Jahren gelesen und verfolgt. Computerprogramme malen die neuen Rembrandts. Wird zumindest so, ich sag mal, in der Reklame vermarktet. Algorithmen komponieren und Netflix, das ist so das populärste Beispiel, hat House of Cards gemacht, weil das Unternehmen anhand der generierten Daten wusste, die Menschen mochten diese englische kleine Serie, die Vorlage dazu war, in der es um korrupten, machtgeilen Politiker ging. Sie mochten Filme von David Fincher und sie mochten Kevin Spacey in der Hauptrolle und haben das dann sozusagen in den Thermomix getan und House of Cards draus gemacht. So, was für Empfehlungen und was für Kunst können Big Data und Maschinenlernen hervorbringen? Wie mainstreamig wird das? Wie eng oder groß und weit werden die Filterblasen und wie erfolgreich oder vielleicht auch wertvoll kann das sein? Ich freue mich, wenn ihr mitdiskutiert. Wir werden auch gestreamt. Wer uns da sieht, auch hallo, herzlich willkommen. Hashtag Dicksal, da könnt ihr auf Twitter reinschmeißen, was ihr wissen wollt. Ich stelle euch unsere Gäste vor. Markus Kleiner sitzt am Rande der Runde. Er ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der SRH Hochschule der populären Künste in Berlin. Streaming-Dienste, um das gleich zu sagen, sieht er kritisch und hat dazu, wir geben immer so Halbsätze vor, die wir bitten zu vervollständigen, die hat er schön knackig abgerundet und gesagt, eine Vorauswahl durch Algorithmen bedeutet für das Publikum eine konsumistische Dressur und Einladung zur Unmündigkeit. Und über diese Dressur würde ich gerne reden, wie wir da dann über Hocker springen oder durch brennende Reifen. Da sprechen wir drüber. Christina Leipold ist da, hat in der Softwareentwicklung gearbeitet, dann beim Google Cultural Institute, ich sag mal so vulgo, eine Art Street View für Kunstwerke. Du führst uns das vielleicht gleich noch ein bisschen präziser aus. Das Ziel ist es, die in Museen gelagerte, konservierte oder auch die dort gezeigte Kunst digital verfügbar zu machen, Bestände zu digitalisieren, also nicht nur das, was vorne in den schicken Räumen hängt, sondern auch das, was in den Archiven liegt. Das allerdings ist eine Station, aus der du schon wieder weitergewechselt bist. Jetzt leitet sie den Bereich Finanzen und Entwicklung im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Dann haben wir Jannis Funk zu Gast. Er promoviert zum Thema Big Data in der Filmbranche in Potsdam-Babelsberg an der Filmhochschule Konrad Wolf. Gleichzeitig ist er Unternehmer und ich habe erfahren, dass Rebecca, die gerade eingeführt hat, mal in deinem Unternehmen gearbeitet hat, bevor das HIG sie abgeworben hat. Also vielleicht habt ihr noch ein Hühnchen zu rupfen, mal sehen. Er ist nämlich Unternehmer und hat mit Kommilitonen eine App entwickelt. Zinuru heißt die. Schickerweise sitzen sie neben dem Studio auf dem Babelsberger Studiogelände, neben dem Studio, in dem Fritz Lang Metropolis gemacht hat. Also sozusagen einer der ersten großen Science-Fiction-Entwürfe im Bewegtbild. Ihr macht sowas, was ihm vielleicht ziemlich Science-Fiction-mäßig vorgekommen wäre. Ihr wollt Kinobetreibern helfen, ihr Publikum kennenzulernen. Und dann euch hin wiederum, den Kinobesuchern, passgenaue Tipps geben fürs gelingende, und das muss ich zitieren, weil ich das natürlich wahnsinnig toll fand auf der Homepage, für das gelingende Consumer Relationship Management. So, hier ist ein leerer Stuhl, da könntet ihr freundlicherweise nacheinander Platz nehmen und fragen, was euch bewegt oder was ihr an der Diskussion vermisst oder verstärkt sehen wollt. Und dann würdet ihr neben Roman Lipski zu sitzen kommen, Maler seines Zeichens. Und ich fasse mal zusammen, was ich über dich gelesen habe im Vorfeld. Eine Schaffenskrise, wobei das ja wahnsinnig dramatisch klingt. Vielleicht was doch... Doch jeder. Ja, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dir eher gewünscht, dass jemand oder etwas ins Spiel kommt, das dir neue Impulse gibt oder Anstöße oder dich anschubst, Dinge zu überdenken. Dann, so lese ich das in diversen Interviews, trafst du einen Datenspezialisten, der sagte, was du brauchst, ist eine digitale Muße. Das ist auch dieses Wort, was da reihum in den Artikeln zu lesen ist. Und diese Muße ist ein Programm, das sich anschaut, was du gemalt hast und das dann variiert oder neu arrangiert oder sagt, denkt nochmal über die Farbigkeit nach. Vielleicht erklärst du es uns einfach nochmal, wie genau funktioniert diese Hör, die dich da inspiriert. Fast richtig, was du alles erzählt hast. Oh, wunderbar. Fast. Okay. Dann jetzt die Korrekturen. Wie cool, dass wir so viel Zeit haben, denn ich kann ja lange darüber erzählen. Aber die wollen auch alle noch was sagen.
Nein, ja, in der Tat, wie ich als Maler, ich bin kein Data Scientist, ich schreibe keine Programme oder ich entwerfe keine Algorithmen und so, somit bin ich ein bisschen auf der anderen Seite. Aber so eben, wie ich auf die Idee kam, mit einem Algorithmus, mit künstlicher Intelligenz sich zu beschäftigen als Maler, die Idee kam ganz spontan und eine Krise hat eine relevante Rolle gespielt, denn jeder kreative Mensch geht durch verschiedene Krisen, große und kleinere, und das kennen wir aus Kunstgeschichte, aber auch aus normalem Leben auch. Ja, so jeder, wenn irgendwie Probleme gelöst werden müssen und man die Lösung nicht finden kann, dann gibt's da kriselt's. Und nun, die Krisen, die tun weh und sind unangenehm. Es gibt eine sogar, ja, man hat sich daran gewöhnt und daraus eine Tugend gemacht und man behauptet, ohne Krisen gibt es nicht wirklich eine Kreativität. Ich inzwischen, nach meiner Erfahrung, über 2 Jahre arbeite ich zusammen mit der Muse, behaupte, man braucht überhaupt keine Krisen, um kreativ zu sein. Ja? Das ist das Schönste daran, an dieser Zusammenarbeit. Also es gab Probleme, ich wusste nicht wirklich Bescheid, wozu künstliche Intelligenz gut sein konnte für mich. Und das dann wie Zufall, also alles zufällig entsteht. Zufall brachte mich mit Florian Dommann, er ist nämlich der Data Scientist, er schreibt Programme, er hat meine Muse, also den Algorithmus erstmal entworfen, geschrieben, und er warf die Idee, lass uns mal zusammen machen, lass uns mal einen Algorithmus mit deinen Bildern trainieren, wie in Erwartung, dass da etwas Spannendes passiert. Und ich war natürlich auch neugierig, ich bin wie die meisten heutzutage, ich bin neugierig darauf gewesen, weil ich bin aus Faulheit, dachte ich, okay, vielleicht wenn ich dann wenn der Algorithmus meine Bilder, meine malerische Sprache lernt, dann entwirft er auf Anhieb ein wunderbaren, den besten Bild von mir. Danach brauche ich nicht mehr zu malen, denn das beste Bild von mir ist da, steht da. Und das war eine Befürchtung oder eine Hoffnung? Das war Hoffnung, aber zum aber die hat sich auch nicht erfüllt, glücklicherweise. Ja? Sondern? Oder vielleicht erklär erstmal die Funktionsweise. Wie bedienst du das Ding? Ich bediene es, also meine Aufgabe als Maler ist eben Bilder zu malen, Daten zu liefern, also die Bilder, die ich dann male, klassisch auf Leinwand. Ich fotografiere die ab, dann also mit einer Digitalkamera, dadurch werden die Bilder digitalisiert. Und mit diesen Informationen, die verschicke ich an Jungs. Also ich arbeite in einem Team zusammen mit, das ist Künstlerkollektiv YQP, 2 Jungs sitzen in New York und Florian Dommer in Berlin. Und die dann, die trainieren den Algorithmus mit meinem Bild. Und der Algorithmus wurde also geschrieben auf Basis von einem Paper, auch entworfen in Universität Tübingen zur Erkennung von Bildern und Formen. Und was macht der Algorithmus mit dem Input? Das ist der Tugend, also das ist natürlich Vorteil der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz, die Programme sind in der Lage zu lernen. Also der Algorithmus lernt meinen malerischen Stil, Farbigkeit, Pinselduktus und also eigentlich alles, alle Facetten, die ich eigentlich kenne und vieles anderes ja auch. Und so, da kommt eben dazu, dass auch nach einer Weile erstmal kommt so eine Synthese und dann kommt die Analyse und das, was dann passierte, also ursprünglich beim ersten Versuch, den Algorithmus mit meinen Bildern zu konfrontieren, dann das grenzte für mich persönlich als ein Wunder, weil auf einmal bekam ich, also nicht auf einmal, das dauerte eine Weile, aber nach einer Weile bekam ich tausende Variationen von meinen neuen Bildern. Und was sagt dann der Algorithmus? Nimm mal blau statt grün. Oder der Algorithmus, welche Informationen bekommst du? Und das ist das Fantastische dabei, der Algorithmus sagt mir nicht wirklich was, weil die Qualität der Programme ist nicht, dass da jemand die eine Lösung gibt. Das wäre komplett falsch, so zu denken oder sich sowas zu wünschen. Die Qualität ist eben die Schnelligkeit, aber auch die unglaubliche Zahl an Kombinationen. Und als kreativer Mensch, ich
mich interessiert nicht wirklich die Art Bildererkennung oder so eine Art Analyse oder Vorschläge, was wäre dann für mich, oder die Optimalisierung. Ich liebe Chaos. Also ich liebe eben die Riesenzahl an Kombinationen, weil das verspricht mir einfach eine Quelle an Möglichkeiten, eine Inspirationsquelle. Das ist für mich eine Inspirationsquelle. Das ist das Gleiche, das ist analog zu das heißt, du suchst dir aus den angebotenen neuen Kombinationen aus, was davon du weiter bearbeiten möchtest. Absolut, genau. Das, was ich dann weiter übernehmen kann. Und dieses Bewusstsein, dass das alles nur auf meine Malerei basiert. Ja? Denn der Algorithmus lernt ausschließlich nur meinen Stil, hat kein Vorwissen von Kunstgeschichte oder von anderen Malern. Und so, die Vielfalt ist für mich die Muse, also eine unglaubliche Inspirationsquelle. Das habe ich in einem Interview gelesen, beschrieben als Ping-Pong-Spiel. Ja. Du fütterst die Maschine, sie füttert dich, du filterst wieder, gibst was zurück und hin und her. Mhm. Was würdest du sagen, wer oder was gibt da den kreativen Impuls? Der kreative Mensch, also der Kreative ist nur der Mensch. Also die Maschine, wir sprechen über künstliche Intelligenz dabei, es gibt keine Intelligenz. Künstliche Intelligenz, das ist nur pure Mathematik, das ist Statistik und das ist, die Programme sind nicht in der Lage zu entscheiden. Somit eben der kreative Teil des Dialogs bin ich, der Künstler, und ich entscheide und ich suche es aus. Ja? Okay, das vielleicht erstmal, um es auf euch einwirken zu lassen, damit musste ich mich echt eine ganze Weile erstmal beschäftigen, um das Gefühl zu haben, ich habe verstanden, was du machst oder was ihr beide macht. Dann würde ich aber gerne dieses Wort, das wir jetzt zum Schluss bearbeitet haben, das Wort kreativ sein, Kreativität, weitergeben und bei euch rumfragen. Jetzt hat Roman gesagt, er ist der Kreative. Die Maschine oder das Programm schafft Variationen. Was würdet ihr sagen? Kann eine Maschine kreativ sein oder einen kreativen Impuls geben? Christina? Du kannst einfach genau sprechen. Genau, achso, funktioniert bestens. Ich würde auch sagen, ich glaube, das war eine der Fragen, die gestellt wurden, Daten und Kreativität. Also ich denke, nein. Also Daten, ich weiß nicht mehr, wie du sie formuliert hattest. Auf jeden Fall, Kreativität und Daten hat nicht so viel damit zu tun. Aber ich glaube, dass man sehr kreativ mit Daten arbeiten kann. Und genauso wie du das gerade erzählt hast, wie du das beschrieben hast. Also ich meine, es inspiriert, oder das, was durch eine künstliche Intelligenz oder Machine Learning oder durch die Resultate, die entstehen, durch verschiedene Programme, dass das natürlich Inspiration sein kann und dass auch Künstler zu Kreativität anstiften oder also neue Kreativität erzeugen kann. Janis, du nix, würdest du so unterschreiben? Ja, ich sehe die Kreativität auch komplett bei den Menschen. Aber Kreativität ist natürlich ein sehr vager Begriff, so, der auch irgendwie sehr viel an Bedeutung gewonnen hat, so über die letzten Jahrzehnte. Und es ist so ein Imperativ geworden, man muss heute irgendwie kreativ sein. Und ich glaube, dass eigentlich sehr viele verschiedene kulturelle Vorgänge beinhaltet dieses Kreativsein, und letztendlich geht es darum, immer Irritationen hervorzubringen, Dinge anders zu machen, als sie bisher gemacht wurden. Und manche dieser Irritationen setzen sich vielleicht durch und werden irgendwie zur Innovation oder so. Und ich glaube, dass Computer können vielleicht dabei helfen, solche Irritationen hervorzubringen, aber sie realisieren sich ja immer erst in der kulturellen Praxis von Menschen wieder, die mit diesen Irritationen umgehen, daraus was Neues machen, was anders machen als bisher. Und so. Darum ist schwer, so trennscharf zu sagen, wo ist die Kreativität, fängt die schon in der Maschine an da oder erst in Romans Kopf oder erst, wenn jemand anders das anguckt und wieder als Kunst akzeptiert. So. Ich glaube, das ist... ich weiß nicht, ob der Kreativitätsbegriff so eine Trendschärfe überhaupt braucht. Markus, nach meiner Einführung deiner Person würden wir jetzt entschiedenen Widerspruch von dir erwarten, aber vielleicht ist das gar nicht so. Na, ich bin ja Analog-Native, 44. Für mich hat sozusagen das Digitale etwas, was ich lernen musste, in das ich hineinwachsen musste, mit dem ich nicht groß geworden bin. Das Erste, was ich immer mit Kreativität verbinde, ist eine Mischung aus Intuition und Entscheidung. Und für mich wäre die Kulturtechnik vom Sampling und Mixing etwas, was ein Algorithmus mir bieten kann, um kreative Prozesse anzuregen. Denn wenn ich
mein Studium als DJ verdient und es war dann immer spannend, wie ich was zusammen mixe und wie ich immer wieder neue Variationen von Musik, von Mixen und so weiter erzeuge. Das war spannend, das würde ich als kreativ bezeichnen, ich war kein Musiker, aber da war es dann spannend, wie setze ich wann was zusammen, zu welchem Moment, damit die Leute um 1.23 Uhr genau den Song hören und ja schreien und tanzen und nicht wegrennen und trinken. Und das ist sozusagen etwas, was ein Algorithmus mir anbieten kann. Er kann Entscheidungen treffen, die nicht meine Entscheidungen sind, die sind auch in dem, die sind rationalisiert, indem er eine bestimmte Selektion hat und sie treffen dann auf meine Intuition, ob ich sie annehme oder nicht. In dieser Verbindung kann ein Algorithmus kreativ sein, ansonsten muss aber sozusagen das Entscheidungstreffen immer beim Künstler selbst liegen, weil Kreativität ist nicht für mich dieses, oh, jetzt küsst mich die Muse, ah, ich bin so göttlich inspiriert und wir sind so exklusive soziale Subjekte, weil wir Künstler sind, um Gottes Willen, sondern ich treffe eine Entscheidung, die mich einen Weg weiterbringt und vielleicht war es die falsche Entscheidung, ich gehe wieder den Weg zurück und das ist das Spannende. Also die Entscheidungen zu treffen, die einen Schaffensprozess anregen, irgendwann finalisieren oder zum Scheitern bringen. Okay, ich sehe hier allseitiges Kopfnicken, also insofern kein Widerspruch, sondern da seid ihr auf einer Linie. Christina, wie wäre das denn im Gropiusbau? Würde die neue Direktorin ein Werk von Roman ausstellen oder würde das zu viele Fragen nach sich ziehen? Würde das Publikum vielleicht sagen, was soll das denn? Wir wollen doch genau den Schöpfer, der göttlich inspiriert ist und dann was auf die Leinwand bringt, ohne dass da eine Maschine reingeschaltet ist. Ohne dass ich, genau, als neue Direktorin, neues Programm. Wir im Gropiusbau wollen auf jeden Fall das kritische Denken und Hinterfragen mit all dem, was wir in Zukunft auch zeigen wollen, befördern. Und von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, es ist total aktuell. Es ist eine Diskussion, deswegen sitzen wir heute Abend hier. Und es ist eine Fragestellung, die auf jeden Fall. Also ich glaube, dass geht nicht um, ist das Kunst, ist es keine Kunst oder so. Oder, aber selbst diese Fragestellung, die sich vielleicht daraus ergeben sollte, ist ja schon relevant. Und wie ist es mit dem eingangs von mir genannten Fake Rembrandt? Also man hat eine Maschine gefüttert mit allen verfügbaren Informationen zu Rembrandt-Gemälden und hat dann, stelle ich mir vor, Enter gedrückt, jetzt mach du mal. Und tatsächlich malte das Programm einen Rembrandt, den es nicht gibt. Also ein Mann vor dunklem Hintergrund mit Halskrause und Hut. Und man hätte das so in die Gemäldegalerie hängen können und wahrscheinlich wäre nicht vielen Leuten aufgefallen, dass das erst ein paar Tage alt ist und nicht ein paar Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte. Wäre das was ihr zeigen würdet oder würdet ihr dann sagen, naja, das gehört dann vielleicht eher in so ein Kuriositätenkabinett oder auf den Rummelplatz? Ich habe den in der Tat gesehen, nämlich auf der Buchmesse im letzten Jahr und es ist verblüffend, es ist unglaublich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon, glaube ich, ne? 2016, richtig. Da habe ich den auf der Buchmesse gesehen, Google Arts and Culture hatte dort einen großen Stand, wir waren Nachbarn sozusagen und das war, ja, es ist ziemlich unglaublich, ziemlich unfassbar, aber ich glaube, dass es wird, wenn ich das so sagen kann, es wird einfach sehr viel gespielt. Also das ist ja ein Projekt gewesen von Microsoft, ING mit der TU Delft zusammen und man testet natürlich genauso, wie Google das auch macht und gemacht hat, als ich noch dort gearbeitet habe. Man guckt einfach, was bietet das eigentlich? Also diese Datenmengen, was ist interessant oder was kann sich Interessantes daraus ergeben? Und man arbeitet so, also ich weiß es nicht, ob das jetzt ein Werk für ein Museum ist, Kuriositätenkabinett würde ich vielleicht jetzt auch nicht sagen, weil ich finde, es ist schon spannend. Es ist vielleicht eher was an der Schnittstelle zur Wissenschaft, Forschung in dem Bereich Technologie. Okay, jetzt haben wir ja verschiedene Kunstgattungen hier vorne aufs Schönste personalisiert und personifiziert, also die bildende Kunst mit euch beiden. Du, Markus, für die Musik. Jetzt haben wir Jannis noch für den Film. Das ist natürlich auch so das Beispiel, das viele kennen, was ich eingangs sagte, House of Cards und hat Netflix sich ausgedacht und ist mal in die Datenmine gegangen und hat geguckt, was machen wir draus. Jannis, habt eine App entwickelt, Cinuro, ich sagte es. Da wird der Algorithmus zwischen Mensch und Filmkunst platziert. Einerseits sagt ihr, wir wollen Kinobetreibern helfen, ihre Kundschaft zu verstehen, über die sie nicht so viel wissen. Andererseits soll es dann mir als Kinogängerin helfen, Filme zu finden, die meinen Geschmack treffen. Wie läuft das ab? Was sind die Informationen, auf die eure App abzielt?
Ja, vielleicht um das kurz in den Kontext einzubetten. Also die Filmindustrie hat sich ziemlich verändert durch Digitalisierung der Produktion und der Verbreitung von Filmen. Es ist einfach viel leichter geworden, Filme erstmal zu machen und irgendwie auch in die Welt zu setzen, was dazu geführt hat, dass es einfach viel mehr Filme gibt heute als noch vor einigen Jahren. Also selbst wenn man nur auf Kinostarts guckt, das sind das 70% mehr als vor 10 Jahren. Also hat sich beinahe verdoppelt die Zahl. Und während man auf der, also damals hatte man, als das aufkam, diese ganzen digitalen Produktionsmethoden, hatte man so die Hoffnung, jetzt entwickelt sich dieser Longtail-Markt. Also es geht mehr in die Nische, auch kleinere Produkte, ob Songs, ob Bands, ob Filme, können irgendwie ihr Nischenpublikum auf der Welt finden. Und beim Kino beobachtet man eigentlich genau das Gegenteil, dass obwohl es viel mehr Filme gibt als je zuvor, sich das immer mehr konzentriert auf einige wenige große Blockbuster, weil und so unser Ansatz war, dass die, dass unter anderem daran liegt, dass im Kino es keine digitale Beziehung zwischen Publikum und Film gibt. Das heißt, es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwie vorzufiltern, das, was du als die Dressur bezeichnet hast, was man aber umgekehrt auch als eine Hilfestellung beim Entdecken verstehen kann. Und genau das fehlt eben im Kino, digital, beim Streaming-Service, der kann sich an mich anpassen und kann mir auch aus einem Archiv, was Millionen von Titeln umfasst, irgendwie die raussuchen, die mich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit interessieren. Das geht beim Kino nicht bisher, weil die Beziehung eben sehr analog und anonym ist. Und die großen Ketten können arbeiten in die Richtung, sich da was zu entwickeln, aber unabhängige Kinos können das eben nicht. Und die beiden wichtigsten Filtermechanismen, um die Inhalte und Leute zusammenzubringen, sind ja eigentlich Kuration und algorithmische Empfehlung. Das ist das beides, was online so den Großteil dieses Matchmakings ausmacht. Und ich glaube, dass gute Kinos, die auch in Zukunft bestehen wollen, beides haben müssen. Die müssen gut kuratiert sein, da muss es eine Handschrift geben irgendwie, aber sie brauchen auch eine Form von personalisierter Ansprache. Und da geht ihr rein, und zwar... Genau, und im Grunde digitalisieren wir nur das, was manche Kinos heute auch schon analog machen, mit Bonussystemen, mit Stempelkarten, mit Plastikkarten, wo man Punkte sammeln kann oder so, und packen das in die App und motivieren die Leute aber nicht nur zu kaufen und sich damit irgendwie freies Popcorn zu verdienen oder so, sondern ihrem Kino auch zu sagen, wie sie die Filme fanden, wie sie Trailer fanden, was davon sie gerne sehen möchten und so. Nicht damit das Kino die anderen Sachen nicht mehr spielt, da kommt dann eben der Kinobetreiber, die Kinobetreiberin auch eine kuratorische Aufgabe zu, sondern damit die im richtigen Moment ansprechen können, weil die meisten Kinos schicken, wenn überhaupt, heute sehr generische Newsletter raus an alle, die sich da mal irgendwann eingetragen haben, und wir wissen alle, dass man die relativ schnell abbestellt oft oder nicht mehr anguckt. Und die Idee ist, die Leute eben gezielter dann anzusprechen, wenn sie sich auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für einen Film interessieren. Und das heißt, die Leute wissen, die hat zuletzt La La Land und Florida Project gesehen, und dann empfehlen sie mir demnächst die Schnittmenge zwischen beidem, wie auch immer die aussehen mag. Ja, so in der Art. Also es wird dann nicht unbedingt das Crossover von La La Land und Florida Project sein, aber es gibt ja andere Leute, die auch La La Land gesehen haben, auch Florida Project gesehen haben, und dann sieht man, wofür die sich so interessiert haben, und dann kann man relativ gut raten, also was dich vielleicht auch interessiert. Also das Amazon-Prinzip, Menschen, denen das gefiel, kauften auch, wird dann sozusagen über die reine Quantität erstmal festgestellt, was mir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gefallen könnte. Jetzt habe ich in einer Zeitung die Überschrift gelesen, da ging es um euch. Und die Überschrift lautete: Das Wesen des Kinobesuchers. Da rebelliert dann natürlich die Individualistin in mir und denkt, ich bin aber unglaublich vielschichtig. Nur weil mir dies und das gefallen hat, gucke ich aber trotzdem auch völlig weirde Dokumentationen und sperrige deutsche Kunstfilme und so weiter. Also lässt sich denn so runterbrechen, was das Wesen des Kinogängers ist? Ich habe den Zeitungsartikel auch nicht geschrieben. Ich glaube, das wäre auch ein vermessenes Vorhaben, das Wesen des Kinogängers, der Kinogängerin zu erfassen. Aber was man eben schon sagen kann, ist eine gewisse Affinität für bestimmte Filme. Und das kann ja auch je nach Kontext variieren. Es ist wie bei Musik auch, da höre ich sicherlich beim Laufen andere Sachen als auf einer Party. Oder beim Arbeiten. Das ist bei Filmen ganz ähnlich, dass es verschiedene Kontexte gibt, je nachdem, ob ich mit meinen Kindern ins Kino gehe, mit meiner Freundin oder irgendwie mit Kumpels spontan oder so. Und das sind eben verschiedene Facetten, verschiedene Stimmungen, die zusammenkommen, in denen man sich auch für unterschiedliche Dinge interessiert. Und das ist natürlich keine exakte Wissenschaft, vorherzusagen, wann welchen Film man unbedingt mögen wird. Jeder Empfehlungsalgorithmus liegt auch daneben. Das hat
immer nur irgendwie statistische Modelle. Aber es ist eben deutlich besser als Zufall und deutlich besser als jedem einfach nur die Blockbuster jede das Woche. Das ist ja sehr nett, dass du das sagst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Netflix sagen würde, ja, sehen wir auch so. Also wir liegen auch ganz schön oft daneben mit unseren Mathematikern und Statistikern und Psychologen. Ich sehe eine Frage. Du kannst dich gerne zu uns gesellen. Und vielleicht sagst du kurz, wer du bist und aus welchem Orbit du fragst. Ich heiße Timo Semig, Orbit. Ja, also kommst du aus der Musikindustrie oder aus der Forschung oder bist Filme und Computerspiele? Konsument? Genau. Ich hatte eigentlich nur eine Frage, das, was du selber verkürzt beschrieben hast, wer das kauft, kauft auch das, ist ja eine andere Herangehensweise als das, was ich meine, was Netflix macht. Netflix kann ja ziemlich genau rausfinden, wann guckt wer wie lange, welchen Film, wann wird rausgeschaltet. Das ist ja ein ganz anderes ganz andere Datenqualität, weil du guckst das, er guckt das, du guckst das. Das hat mit mir nichts zu tun. Aber alle, die da rausklicken oder reinklicken bei bestimmten Filmen, weil es da langweilig wird oder spannend wird, das sagt eher was über Filme oder das, was das große Publikum, nee, was ein Film für das große Publikum darstellt. Deswegen wollte ich eigentlich fragen, ob das nicht viel entscheidender ist als das, was ihr macht. Hört sich jetzt, sorry, nicht so bahnbrechend neu an, weil Netflix schon die Möglichkeit hat, einfach das, was das Kino nie machen kann. Ist das nicht viel entscheidender, also viel bahnbrechender, mit Algorithmen umzugehen? Sie schreiben natürlich keine Storys, keine Drehbücher, das weiß ich, aber es erinnert mich an, ich war mal früher Schauspieler, wenn man Theater macht, steht man auf einer Bühne und man bekommt das Publikum ja mit. Und wenn man sogar das an das Publikum adressiert, so wie ich das jetzt mache, an euch, ja, dann kriege ich mit, wow, die Leute schlafen mehr ein oder die sind dran, ja. Und das ist bei Netflix eigentlich so ähnlich. Man hat so eine Art digitale Theaterbühne, so habe ich das mal gesehen. Und ja, ich wollte eigentlich nur wissen, ob das nicht der viel spannendere und sinnvollere Ansatz ist. Da bist ja eigentlich auch du, Jannis, derjenige, der die Frage beantworten kann. Denn was ich bis jetzt noch nicht, glaube ich, gesagt habe, ist doch, eingangs sagte ich, dass du deine Promotion schreibst über Big Data in der Filmproduktion. Und dann ist das natürlich genau die Frage. Da werden die Zuschauer abgetastet, während sie gucken. Natürlich weiß Netflix nicht, jetzt quackt das Baby oder jetzt muss ich aufs Klo oder jetzt ist sie einfach müde oder angeödet, aber zumindest weiß Netflix bei Minute 57, hält sie an. Ist das was, woraus sich gelingende, erfolgreiche Filme machen lassen, also aus diesem Datenberg, was die alles auf ihren Servern haben? Ja, also erstmal danke für die Frage und ich würde auch sagen, dass das wesentlich fortgeschrittener ist, was Netflix da macht. Also ich will gar nicht sagen, dass das, was wir für den Kinos anbieten, jetzt die Speerspitze der Data Science auf der Welt ist, sondern wir helfen denen eher auf ein Niveau zu kommen, wo Online-Services seit langem sind. Ich finde das auch persönlich, weil ich eben auch vom Produzieren her komme, wahnsinnig spannend, wie sich das Publikumsverhältnis der Produzentinnen und Produzenten dadurch verändert, dass man mehr und andere Dinge wissen kann über Publikum. Und es ist ja so, dass auch heute schon ganz viel über Publikum gesprochen wird irgendwie und auch über Daten, wenn man so will. Also wenn man, wenn ihr mal zur UFA geht oder in einen großen Fernsehsender oder so unter einem Aufzug und den Fluren, da hängen die Quoten an der Wand. Und das ist so ein bisschen auch directed by data. Also natürlich hat man irgendwie eine Zielgröße, auf die hinzielen. Und ich finde es spannend, inwiefern sich das verändert, indem man nicht mehr auf die großen aggregierten Zahlen schaut, sondern eben feiner reingucken kann, was nicht was interessiert wie viele, sondern was interessiert eigentlich wen. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend bei so Streaming-Services, weil in der Tiefe haben sicherlich keine anderen Unternehmen Informationen darüber. Aber nun sind wir ja da genau in diesem Zwiespalt, den Rebecca eingangs aufgemacht hat. Entweder kommt da so ein ganz breites, massenkompatibles Ding raus, was so plus minus allen gefällt oder zumindest von vielen von allen. Gleichzeitig wird aber ja Netflix immer gerühmt, weil sie in so ganz spitze Nischen reingehen und tatsächlich sehr spezielle Subkulturen bedienen und ansprechen können und genau nicht alles nach Schema F machen. Was würdest du denn sagen, inwiefern werden diese Daten wirklich genutzt, um Film, egal ob als Serie oder als Kinofilm, zu produzieren? Also ist es dir bekannt, dass ein Drehbuch komplett anhand von gewonnenen Nutzerdaten entstanden ist?
Das ist mir nicht bekannt und ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass das so passiert. Also es sagt auch Netflix nicht, dass sie das machen. Also Netflix hat immer gesagt, dass bei ihrer Entscheidung, ob sie ein Projekt annehmen und finanzieren, dass Daten dabei eine Rolle spielen. Sie haben sogar mal irgendwann, der Ted Sarandos, der Inhaltschef von ihnen, hat gesagt, dass es 70% ihrer Entscheidung ausmacht und 30% macht er. Aber seine Entscheidung würde sich am Ende durchsetzen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dass man irgendwie mit den Daten, haben sie eine Grundlage zu sehen. Also da kommt jemand an und bietet ihnen an, House of Cards, ein Remake von House of Cards zu machen mit David Fincher und Kevin Spacey. Und dann denkt sich ja Netflix nicht dieses Package aus, sondern sie gucken sich dann dieses Package an und schauen ihre Daten. Die Leute, die diese BBC-Serie mochten, haben die auch eine Affinität zu Kevin Spacey und zu David Fincher. Und danach beurteilen sie vielleicht, ist das entweder was, wofür wir schon ein Publikum haben, oder ist das ein Publikum, für das wir sehr wenig Inhalte haben, weil bei Netflix ist ja die Zielgröße immer neue Abonnentinnen und Abonnenten zu bekommen. Okay, jetzt hat Markus nachdenklich den Kopf hin und her bewegt und ich hoffe, dass du uns jetzt anhand von Netflix erklärst, wie wir dressiert werden. Ja, erstmal würde ich sagen, dass Marktforschung per se nichts mit Kreativität zu tun hat. Marktforschung versucht, Trends zu definieren, nachdem man neue Produkte generiert. Das ist erstmal diesseits von Kreativität. Die Schnittstelle, die wir eingangs besprochen haben, die Roman beschrieben hat, liegt genau darin, wie können wir das digitale Kapital nutzen, um künstlerisch zu schaffen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Zugänge. Netflix, ganz aktuell, gestern bekannt gegeben, wir investieren 1,6 Milliarden darin, neue Eigenproduktionen auf den Weg zu bringen. Aber woraus entstehen die neuen Eigenproduktionen? Genau aus den Daten, die erhoben worden sind. Was wollen die Leute sehen? Und das ist das Gegenteil für kreatives Schaffen, wenn man an Godard etwa denkt. Godard hat gesagt, Filme machen ist Diebstahl. Das hat Jim Jarmusch aufgenommen. Der sagt, hey, du als Regisseur, du als Drehbuchautor, klau überall, wo du kannst. Klau deine Lieblingszitate, deine Lieblingsmusik. Nimm überall her, aber du entscheidest, was du cool findest, was du gut findest, was für den Film passt, was für die Story passt. Und wenn die Leuten das nicht gefällt, dann gefällt denen das nicht. Dann rennen die halt raus. Egal, du musst es entscheiden. Das ist ein kreativer Akt, ja. Mhm. Aber dann zu nehmen, zu sagen, hey, ich vermesse die kontingenten Entscheidungen von Zuschauern, und das wechselt doch ganz schnell. Ein Algorithmus erfasst die Aktualität meiner digitalen Aktivität in einer Echtzeitmodus und die Geschichte meiner Aktivitäten. Bang. Wenn ich mich aber in 3 Monaten für was anderes entscheide, keine Lust mehr darauf habe, mich das langweilt, was ist dann? Und Netflix versucht jetzt genau in dieser Lücke zu gehen, weg von den Nischen hin zu Trendprodukten. Das macht die Musikindustrie genauso. Das war das Rausgehen hin, ey, ich vertraue keinem Musiker mehr, sondern wenn ich dich bei YouTube entdecke, hole ich dich in ein wunderbares Knechtcamp, nämlich das Songwriting-Camp. Und dann ganz kurz nochmal zurück zu Godard. Das klingt jetzt natürlich ganz fabelhaft, aber dem haben die Produzenten auch gesagt, dieses Ende schneid mal weg und dreh ein bisschen fröhlicheres. Also auch dafür gibt es Director's Cut. Auch der war sozusagen in der Kulturindustrie daheim und musste sich dann nach der Decke strecken. Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Das heißt, du hast erstmal sozusagen. Bei Netflix müsste das dann aber doch auch gelten, oder? Das eine schließt das andere nicht aus. Nur das eine ist also, du filterst einfach das, was gerade Mainstream ist. Du produzierst einen neuen Mainstream in vielen verschiedenen Varianten, die aber letztlich sozusagen eine Echtzeit dann produzieren, wenn die Echtzeit schon vorbei ist. Das ist ja das Problem. Ein Algorithmus vermisst dein Handeln in Echtzeit. So, dokumentiert den. Und wenn du eine Serie dann ein Jahr später raussetzt, bezieht sich das auf eine Vergangenheit, die gar nicht mehr Gegenwart ist und die sich vielleicht verändert hat. Und das ist sozusagen etwas, was so eine Dialektik erzeugt. Was soll das jetzt bringen? Du weißt, wann was ankommt, produzierst danach, orientierst dich nur an den Stimmungen derjenigen, die zuschauen, um dann sicher zu sein. Das ist ja das Wichtige. Ich investiere 1,6 Milliarden und ich möchte sicher sein, dass sich das rechnet. So, aber so schaffst du keine Kunst, so schaffst du keine neue Kultur, weil du brauchst ja eine Widerständigkeit, du brauchst ein Fick das System, ja? Ist mir ja doch gut. Entweder klappt es oder es klappt nicht und dann scheitere ich und dann schaue ich nochmal. Ja? Du brauchst also eine Widerständigkeit als Künstler, die sich nicht an dem Markt orientiert. Natürlich willst du leben, natürlich willst du, dass Leute deine Filme sehen, willst, dass sie deine Platten kaufen. Aber diese Form der Widerständigkeit, die geht zunehmend verloren, wenn du alles sozusagen dem Big Data unterschreibst. Das ist der neue Gott. Also alles, was ist, ist zählbar und ich bin die Summe meiner digitalen Aktivitäten. Dann hört es auf, Kreativität überhaupt noch als Möglichkeit des Handelns vor Augen zu haben. Und dann überschlägt Marktforschung kreatives, künstlerisches Schaffen und dann fängt es an, schwierig zu werden. Und dann clasht analoge und digitale Kultur aufeinander in einer nicht guten Art und Weise, weil es ist viel unsicherer geworden heute, also Filmproduzenten, Studios, Plattenfirmen und so weiter, die haben eine fantastische Angst, irgendwas zu machen,
was sich nicht irgendwie rechnen kann. Und dann produzierst du neue Mainstreams, lässt die Nischen weg, das siehst du bei den Kinos, es sind die großen Blockbuster, kommen rein, das Marvel-Universum zum Millionsten, man kann es nicht mehr sehen, aber noch ein Superheldenfilm und noch einer und der Rest kommt zu Netflix, der Rest kommt zu Amazon Prime und er geht raus aus den Kinos. Regt sich bei euch entschiedener Widerspruch oder Applaus? Roman. Jetzt gerade Applaus. Aber und ansonsten Widerspruch. Ich gucke kein Netflix, also ich benutze den Streamdienst nicht. Und deswegen, aber ich danke dir, was du jetzt gerade gesagt hast, hat mich daran erinnert, was ich, ich war auch damals in Frankfurt an der Buchmesse und hielt einen Vortrag über die Muse und stand neben dem Rembrandt-Bild. Und sieht wirklich cool aus, also das ist eine, technologisch gesehen eine Hochleistung und aber da, du hast mich ja, auf die Idee gebracht. Jetzt weiß ich, was ich mir damals dabei gedacht habe bei dem Bild. Also das hat nicht wirklich Sinn für die Kunst, die Bilder, also ein neues Rembrandt-Bild zu schaffen, denn da ist ja nichts mehr zu holen. Rembrandt ist tot. Also der wird, ja, da ist die Sache. Und die Muse wird, ich bin noch am Leben. Und deswegen, das hat absolut Sinn, die künstliche Intelligenz auf diese Art und Weise zu benutzen, also um die eigene Kreativität zu unterstützen oder nicht nur eigene, aber auch nicht nur als Maler oder Künstler, sondern in allen Bereichen, wo die Kreativität gefordert wird oder wo man auf jeden Fall kreativ sein will. Und das ist sinnvolles Benutzen von dem Systemen. Das, warum sprichst du von Muse, wenn du von dem Programm sprichst? Ja, das hat sich so entwickelt. Also ich habe es gleich mit Muse angefangen, aber bis ich auf die Idee kam, weil also, es ist ziemlich komplex. Ich brauchte selber ziemlich viel Zeit, um es zu verstehen, was gerade mit mir passiert und was passiert um mich herum. Und was macht der Algorithmus mit meiner Kunst? Und der Wunsch war damals ja auch, also das war nicht nur die Krise, ich komme ein bisschen immer wieder auf die Geschichte, aber ich bin ein Pragmatiker, ich kann nur und ich will wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten und nicht irgendwelche Stories erzählen, die ich mal gelesen habe. Und der Wunsch war ja auch damals, dass ich stilistisch mich komplett zu verändern. Also ich habe schon einen Namen als ein gegenständlicher Maler. Dabei wollte ich abstrakt malen und das war so verdammt schwierig, einfach den Schritt nach vorne zu gehen, über den eigenen Schatten zu springen. Und nun auf Anhieb, wirklich, als ich spreche über Bilder, ohne Bilder zu zeigen, das ist auch ein bisschen wahnsinnig, aber das musst ihr aushalten. Willkommen in meiner Welt. Weißt du, im Radio reden wir auch über alles Mögliche. Okay, ja, aber dann eben auf einmal sah ich meine Bilder, meine Motive abstrakt gemalt, weil die Variationen, die der Algorithmus geschaffen hat, also auf einmal ein Thema, den ich angegeben habe, 9-mal ausgeführt, habe ich in mehreren malerischen Stilen ausgeführt, zu Gesicht bekommen und das war fantastisch. Also ein Kurator aus irgendwelchen namhaften Museen sagte zu mir, Junge, du hast so eine Art malerisches DNA entdeckt, das ist fantastisch. Und dann, ja, und dann konnte ich wirklich erleben, meine Malerei mit abstrakten Ansätzen. Und das war wirklich, das war der Sprung nach vorne, das war der Schubser, das war der Mutmacher für mich, doch diesen Schritt nach vorne zu gehen, doch meinen Traum zu verwirklichen. Du hast es ja gerade beschrieben als Brücke von der gegenständlichen Malerei zur abstrakten. Ja. Jetzt hast du gesagt, dieses, ich sag's mal dann psychologisch, Nudging oder dieser Schubser, sagtest du, hat stattgefunden. Könntest du dann sagen, okay, ich bin jetzt auf einem Gleis, auf das wollte ich, da fühle ich mich wohl. Ich kann jetzt auf diese Assistenz verzichten, bis ich vielleicht das nächste Mal irgendwie einen Anstoß braucht, um in eine andere Richtung weiterzuarbeiten? Das ist sehr interessant. Also das ist eben das einzige Negative an diesem Projekt, an diesem Dialog mit dem Algorithmus, ist eben das Suchtgefahr, dieses Potenzial. Weil das ist diesen Dialog, den ich eingegangen bin, seit über 2 Jahren male ich dann eben mit diesem Algorithmus. Ja, das ist so abgefahren, so wunderbar. Ich schwimme auf einer Wolke, auf einer Welle und ich male und male. Ja, das hat und schon male. Aspekte von Sucht. Ja. Und ich will wirklich nicht aufhören. Ja? Und deswegen, ich kann es. Aber ich glaube, das sagt jeder Süchtige, oder? Ich denke, ja.
Dann lass uns noch mal einen anderen Aspekt von Kunst rüberspielen zu Christina. Du hast es auch angesprochen, für Google gearbeitet an der Digitalisierung der Kunst, die in Institutionen, also in riesigen Wissensspeichern liegt und an der sich da unter Umständen die Kuratoren ab und zu erfreuen können und die Menschen, die dort arbeiten, aber nicht unbedingt wir alle oder die, die sich dafür interessieren könnten. Jetzt brachtet ihr die Kunstwerke in einer hohen Auflösung, in einer guten Qualität zu mir ins Wohnzimmer, auf das Display meiner Wahl. Würdest du sagen, da ist dann digitale Technologie sowas wie ein Instrument im Dienste der Aufklärung? Könnte man da so hochtrabend werden? Ja, also ich würde sagen, ja und nein. Es kommt, glaube ich, ganz darauf an, aus welcher Perspektive man, sage ich mal, sich diesem Thema nähert. Und ich meine, wir sind alle sehr privilegiert, insbesondere hier in Berlin. Wir haben so viele Museen, wir sind sowohl logistisch als auch wahrscheinlich finanziell, wie auch immer, interessiert. Und es ist uns möglich, Museen aufzusehen und Kunst im Original sich anzusehen. Aber es gibt natürlich große Teile der Welt, ich sage mal, zum Beispiel meine Schulklasse in Indien, die können nicht mal gerade nach London fliegen, in die Tate gehen oder hier die staatlichen Museen auf der Museumsinsel sich ansehen. Also ich glaube, man muss immer gucken, für wen bringt das was am Ende. Ne? Also ich finde, die Aura des Originals lässt sich digital nicht nachbilden. Ne? Ich glaube, das wird wahrscheinlich fast jeder wird zustimmen. Also ich meine, es ist durchaus interessant, wenn man an ein Bild so nah rankommt, digital, das heißt, man kann so reinzoomen, weil es so hochauflösend digitalisiert wurde, dass man plötzlich Dinge erkennt, wie, sag mal, so Risse zum Beispiel in Farben oder in Farbschichten. Das wird dann plötzlich interessant und spannend für Restauratoren zum Beispiel im Haus. Also das geht dann wieder so an die Wissenschaft zum Beispiel ran. Und das ist natürlich ganz spannend und das kann auch ganz spannend für einen, sage ich mal, einen digitalen Besucher zu sein, sich mal einen Picasso oder einen Van Gogh eben so aus der Nähe anzusehen. Aber ansonsten glaube ich, für uns alle, wir würden wahrscheinlich alle sagen, wieso gucke ich mir das jetzt an? Also vielleicht als Vorbereitung auf eine Reise, aber ich gehe natürlich rein in das Museum und ich stelle mich vor das Gemälde und ich lasse das auf mich wirken. Aber wenn du sagst, es kommt darauf an, von welchem Ende sozusagen dieser Service genutzt wird oder mit welcher Perspektive ich drauf gucke, mit welcher Perspektive guckt der Datenstaubsauger vom Dienst drauf, der Monopolist Google? Ja, genau. Es ist einerseits, ich glaube, es gibt auch da nicht nur eine, sage ich mal, Motivation dahinter. Es ist natürlich, also es gibt, vielleicht sage ich zwei Worte zu Google Arts and Culture, damit man weiß, was es auch wirklich ist. Also es ist eine beziehungsweise ich fände es mal interessant zu sehen, wer Google Arts and Culture kennt. Okay, super. Mehr als normalerweise, muss ich sagen. Also was mich immer wieder erstaunt, weil es ist eine nicht kommerzielle Plattform von Google für Kunst und Kultur. Es ist, wie gesagt, eine Plattform, die man, ist eine App und eine Plattform, die man aufrufen kann. Und dort sind inzwischen, ich schätze sowas an die 1500 Institutionen weltweit. Da sind die staatlichen Museen Berlin dabei, da sind staatliche Kunstsammlung Dresden, die Elbphilharmonie, die Philharmonie in Berlin, das Konzerthaus, also eine Reihe von Institutionen, aber weltweit einfach dabei, die Einblicke, digitale Einblicke geben in ihre Sammlung. Also die können auch, genau, A, die Werke, sag ich mal, ihr Archiv zeigen, also das, was man einfach nicht sehen kann, was in den Kellern lagert sozusagen, das muss man sich mal vorstellen, hier in Berlin, die staatlichen Museen zeigen 5% ihrer Schätze. 5%. Ich finde es gigantisch. Also ich würde wahnsinnig gerne da unten mal reingehen und mal gucken, was da alles liegt. Aber dennoch, Sie können, ist es ein Problem, ja, muss ich jetzt deine Frage mal fragen, ist es ein Problem, dass ein großes Unternehmen, eine Holding, da den exklusiven Zugang gewährt, eben auch der Schulklasse in Indien und uns allen? Ja, womöglich schon. Auf der anderen Seite ist es ganz oft einfach nur eine weitere Plattform. Das heißt also, Institutionen sind digital sowieso bereits sehr gut aufgestellt, sodass sie auch die Europäer zum Beispiel, die vielleicht einige Leute im Raum auch kennen, einfach, sage ich mal, das, was sie digital ohnehin haben, dort nochmal einspielen. Dann ist es natürlich, geht Google da in einen Bereich hinein,
Institutionen haben kein Geld, in der Regel staatlich gefördert, in Deutschland natürlich extrem und bietet kostenlos, sage ich mal, eine Plattform an, dadurch eben auch Marketing, Kommunikationsmöglichkeiten und die Möglichkeit, mit neuen Technologien zu auch experimentieren. Und das ist natürlich für viele Institutionen ein leichter Schritt, zu sagen, wir machen das jetzt mal, weil alleine würden wir es nie schaffen. Wir haben weder die Finanzen noch die Expertise, so etwas umzusetzen. Und dann wendet man sich an oder arbeitet eben mit Google zusammen. Letztlich ist es aber die Institution, die entscheidet, was passiert mit meinen Daten. Also es ist nicht Google, also es werden keine Rechte an Werken final übertragen damit. Ne? Also wenn die Institution sagt, ich zeige jetzt mal diese Ausstellung oder ich zeige dieses, jetzt nehme ich es wieder runter, die steuern also sehr eigenständig und autark, was sie zeigen, wie lange sie es zeigen und für welchen Zweck. Ne? Ich frage mich, ob ihr Fragen habt, weil mit Blick auf die Uhr, ich bin bestürzt, muss ich feststellen, wir haben es 7:05 und ich will nicht über euch hinweggehen. Also kommt gerne vor oder ruft rein aus der Dunkelheit des Raumes, was ihr gerne noch wissen möchtet oder was ihr unterbelichtet findet. Wir haben jetzt so viele Kunstgattungen sozusagen auf dem Podium. Da gibt es bestimmt Interessen, zum Beispiel von dir, die noch nicht befriedigt wurden. Nein, Quatsch. Schieß los. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass es so mehr um das Thema geht, Algorithmen schreiben inzwischen die Geschichten oder malen eben die Bilder oder was auch immer. Also es werden ja schon von journalistische Beiträge, Berichte geschrieben von Algorithmen. Zumindest was ich weiß, ich kenne mich da nicht aus. Da dachte ich, okay, wenn das soweit ist, können ja wahrscheinlich schon Drehbücher geschrieben werden. Das hätte mich eigentlich... Ja. Aha. Ja, ja. Erzähl. Ich habe kurz zusammengearbeitet mit einem amerikanischen Data Scientist, Ross Godwin. Er hat nämlich auch einen Algorithmus kreiert. Der Algorithmus hat sich selber genannt Benjamin. Mhm. Und Benjamin hat ein Skript geschrieben und Dialogen auch. Der Algorithmus wurde gefüttert mit, Ross hat alle B-Movies oder Horrorfilme und schlechte Science-Fiction-Filme. Mit diesen Filmen hat er seinen Algorithmus gefuttert, also trainiert, und daraus kam wirklich eine filmreife Story. Das hat er auch verfilmt mit seinem Team. Offspring, glaube ich, heißt dieser Film. Und dauert ein paar Minuten. Es ist abgefahren. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Echte Schauspieler spielen nach dem Drehbuch geschrieben von einem Algorithmus. Der Film hat keinen Sinn, absolut. ist aber spannend, lustig, traurig, dramatisch. Auf jeden Fall so ein bisschen dadaistisch. Auf jeden Fall eine absolut geile Idee, eine tolle Idee. Und wir haben auch zusammen ein kleines Programm gestartet und sein Benjamin hat Gedichte zu meinen Bildern geschrieben. Die sind aber echt schlecht. Also über diesen Kurzfilm, über diesen Science-Fiction-Film habe ich auch gelesen, das klang aber doch, sag ich mal in meinen Worten, ein bisschen mehr nach so einer Westentaschenspielerei. Aber ich las auch von einer anderen Software, damit sind wir dann vielleicht wieder bei euch, Scriptbook von einer Belgierin geschrieben, die tatsächlich, ich glaube, Filme, die zwischen 1970 und 2016 entstanden sind, durch das System gejagt hat, um, ja, ich vermute, nach den Plotpoints oder nach den Konstellationen zu suchen, die Erfolgsaussichten in sich tragen. Aber wenn ich dich, Janis, vorhin richtig verstanden habe, hältst du das für Mumpitz. Und wenn ich Markus richtig verstanden habe, hält der es für ganz großen Mumpitz, weil wir dann sozusagen immer Filme gucken im Jahr 2018, die 2016 ihre Verfallsmarke hatten. Also wie bewertet ihr diese Programme? Benjamin, das eine, Scriptbook, das andere. Ich finde das ein spannendes Vergessen der kulturellen Tradition. Denn wenn wir uns Burroughs anschauen, William S. Burroughs und seine von ihm erfundene Cut-Up-Technik, dann ging es genau darum, ich zerreiße Syntax, ich zerreiße Linearität, ich zerreiße Sinn, ich zerreiße Worte, ich zerreiße Töne, ich zerreiße Bilder, ich zerreiße mich selbst, also ich zerreiße alles und setze es neu nach einem aleatorischen Prinzip zusammen. So, was für ein Prinzip? Nach einem zufallsgesteuerten Prinzip. Also da frage ich mich immer, bei der ganzen Euphorie ums Digitale und alles, ich meine, durch unsere Bundesregierung werden wir endlich digital in Deutschland und kriegen das Internet, das finde ich geil, also große digitale Kompetenz. Aber ich frage mich, was ist dann wirklich neu
Und wie können wir sozusagen durch eine digitale Intelligenz unsere Kulturtechniken, die wir denn schon haben, in Dialog bringen mit etwas, aus dem etwas Spannendes hervorgeht? Weil wenn du diese brillante Frage schon stellst, wie würdest du sie denn beantworten? Also du sagst, ist alles Quatsch, aber du hast ja vielleicht eine Idee, was tauglich sein könnte. Ich finde, die Kreativität des Digitalen setzt da an, wo die Kulturtechniken, die wir haben, die Techniken des künstlerischen Schaffens, herausgefordert werden, sich neu zu denken. Solange das nicht passiert, ist das Digitale auf Konsum und nicht auf Kreativität ausgerichtet. Das ist für mich die spannende Schnittstelle. Und dann fängt es für mich an, spannend zu werden, einen Handshake zu haben. Okay, wir haben klassische künstlerische Tradition über alle Gattungen hinweg. Und dann bietet das Digitale eine Möglichkeit, etwas weiterzuentwickeln. Passiert das nicht und wird das nur eine Konsumkulisse, dann ist es mega uninteressant. Und dann bin ich dafür, das Internet abzuschalten oder das Digitale abzuschalten. Weil jeder glaubt ja auch, dass der Irrtum... Da rennst du dem HIG offene Türen ein, bin ich mir sicher. Jeder glaubt ja... Jeder glaubt ja, das Internet lebt ewig. Warum? Also alle auch Kunsttechniken können dann uninteressant sein. Genau auch bei diesem Gang durch Galerien, virtuelle Galerien. Bildung ist Erotik. Und Erotik heißt, ich habe ein heißes Beziehungsgeflecht mit etwas, was mich interessiert. Solange das nur, ja, Picasso, blaue Phase, passt gerade über mein Sofa, ob ich das digital ausdrücke oder nicht, das ist keine Bildung. Das ist irgendwie, ja, ich mache gerade was, weil es mich anmacht, weil es irgendwie Geschmack ist. Und ohne diese Form von heißen Verhältnissen zu Dingen, die mich interessieren, oder ob die dann digital gezeigt werden oder ob ich im Museum stehe, passiert gar nichts. Und dann kann man noch so viel Welt digitalisieren, dann ist es langweilig. Dann sage ich noch mal kurz zu der Qualität in der Kunst, die modernste Systeme benutzt. Die wird nicht nach den klassischen Prinzipien bewertet, also aus meiner Sicht. Es geht nicht um, die Bilder schön sind ob der Film Sinn hat oder nicht und so weiter und so fort. Was zählt, ist der Mut zu neuen Entscheidungen, eben um sich neu zu definieren und eben neue Qualität, neue Sprache, neue Kunstrichtung zu schaffen. Ja? Ja, du nimmst das ja freudig an, aber kannst du dir vorstellen, dass es Leute verunsichert, diese Beratung oder diese zusätzliche Möglichkeit? Das muss Kunst, ja. Sie muss verunsichern. Es passiert ja nichts. Ja, aber nun, weiß ich nicht. Markus, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sagte ja, die Programme, jetzt waren wir beim Drehbuchschreiben, über die wir gerade sprachen, hältst du, also die scheinen dir nicht dieses Prinzip des künstlerischen Schaffens zu gewähren? Weil sie nichts neu machen zu einer etablierten Kulturtechnik. Wir haben das im Musikbereich. Natürlich kann der Computer einen Song schreiben und so weiter, aber das ist relativ fad, weil heute Songs in Songwriting-Camps werden so gebaut, klingt wie Mentalität. Die Musik, habe ich schon mal gehört, das kenne ich. Und man hört so nebenbei. Musik ist nicht mehr signifikant im Vordergrund und Plattenfirmen gehen darauf hin. Die Songs müssen alle relativ ähnlich klingen, auch wenn andere Künstler die ihre Nasen hinhalten, um diese Klingt-wie-Mentalität zu erzeugen. Da passiert nichts Neues, nichts Kreatives. Die Musik wird verengt auf Mainstreams, die abgerufen werden. Gut, kann ich das jetzt mal journalistisch dann in eine Schlagzeile packen? Markus S. Kleiner sagt, KI in der Kunst verblödet uns. Nö. Oder macht unseren Geschmack schlechter. Nö, setzen. Sitzt ja schon. Nee, sondern? Nein, es geht dann, was liefert KI? Wann ist sie eine Herausforderung für klassische... Roman probiert es aus. Ja, aber das ist das Herausfinden, das ist das Suchen. Wir behaupten immer, das war genauso, das Web 2.0 und endlich haben wir Brechts Radiotheorie, echt die Prosumer-Kultur und wunderbar. Und irgendwann kommt der Facebook-Skandal und man merkt, wir sind ja gar nicht Prosumer, sondern wir sind die kleinen Hühnchen, die da sitzen. Daten. So, wollen wir haben und so weiter, also überziehen das. Und dann kommen wir zu nirgendwo hin. Also wir sollen mal diese Metaphorik des Digitalen, diese Euphorie weglassen, heraus, einfach nüchtern gucken, was liefert uns KI zur Weiterentwicklung von Problemen, von künstlerischen Fragestellungen, von dem, wie wir kreativ schaffen können. Ab wann ist es etwas, was es vorantreibt und wann ist es etwas, was relativ fad ist und alle denken nur, es ist unglaublich spannend. Das muss erstmal herausgestellt werden. Und wenn man die wissenschaftlichen Abhandlungen zu dem Thema liest, sind das Mahner, Warner und Euphoriker. Nichts dazwischen, nichts nüchtern, alles ist super geil oder super scheiße. Und wenn die Leute sagen, nee, ist alles super scheiße, dann sind es altbackene Kulturkritiker und wenn sie es loben und so weiter, dann sind das so Zeitgeist-Jünglinge. Und das ist total fad, weil du kommst nicht zu dem Punkt, was ist wirklich neu? Was bringt uns das? Wofür Janis, ist das was ist wirklich ich neu? Ich glaube, die Mahner, Warner und Euphoriker sind halt die Schlagzeilen bekommen, aber ich glaube, es gibt schon mehr Gedanken im Graubereich dazwischen auch. Danke. Cut-Up finde ich ein super Beispiel, weil daran habe ich auch gedacht hier. Im Grunde geht das ja einen Schritt weiter als Cut-Up, weil der
deine Muse gibt ja nicht rein zufällig neue Gedanken hinzu, sondern hat schon irgendwie dahinterstehende Muster. Das finde ich auch spannend, was man damit machen kann. Diesen Science-Fiction-Film, den fand ich auch super, aber wirklich auch als dadaistisches Projekt und wie er präsentiert wurde und angenommen wurde. Man muss wissen, dass das ein Film ist, den eine KI geschrieben hat. Dann ist es spannend. Dann ist spannend zu sehen, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler das interpretieren und aus diesem völlig unsinnigen Film irgendwie was machen. Oder aus diesem unsinnigen Drehbuch irgendwie einen Film machen. Dieser andere Ansatz, sinnvolle Drehbücher algorithmisch zu schreiben, das halte ich tatsächlich für völligen Mumpitz, weil die meisten Drehbücher funktionieren ja irgendwie mit Figuren und man will irgendwie das Handeln dieser Figuren nachvollziehen können und genau das können Computer eben nicht. Einen Menschen simulieren, das ist ja das, was ich als Drehbuchautor machen muss, mir vorstellen, wie würde jetzt dieser Charakter in dieser Situation handeln, wie soll ein Computer das heute können, also dann könnte er ja auch ein Mensch sein, also so weit sind die Computer einfach heute noch nicht, dass sie sinnvolle Drehbücher schreiben können. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das zurückkommen, Markus, dass du eben sagtest, es wird es gibt more of the same, das, was schon da ist, wird vervielfältigt und nochmal perfektioniert und besser an die fröhlichen Pavloschen Hunde und Konsumenten angepasst. Würde das aber nicht, wenn das denn stimmen würde, würde das nicht dazu führen, dass es eine riesige Spielwiese für unabhängige Künstlerinnen und Künstler gibt, die sagen, nö, interessiert mich gar nicht. Ich habe selber eine Idee. Ich habe selber einen Song, einen Film, ein Kunstwerk im Kopf. Und das, was du, Janis, eingangs sagtest, Irritationen hervorrufen, fällt ja unendlich viel leichter. Wenn alle so auf Schema F getrimmt sind, dann muss ich ja gar nicht groß was machen, um die mal aus dem Konzept zu hauen. Also ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich merke, dass bei vielen jungen Leuten, egal aus welcher Kunstsparte sie kommen, eine Angst existiert, sozusagen nicht partizipieren zu können und nicht die Schnittstellen zu bekommen, nicht Zugänge zu bekommen, weil die Zugänge sind viel enger. Man fordert viel mehr, ich kenne das am besten aus dem Musikbereich heraus, man fordert eben bestimmte Standardisierungen, die du liefern musst. Das war so bei sehr bekannten Künstlern wie etwa Joris, der hatte vorher eine Band, Oakfield, Indie-Band, so ein bisschen wie Radiohead, Coldplay, und dann sagte die Plattenfirma, hau die Band weg, sing auf Deutsch, du musst gerade auf Deutsch singen, bedien halt bestimmte Standards, ja, und dann wird es erfolgreich. Bang, Joris war super erfolgreich. Und daran orientieren sich viele Musiker, viele junge Leute, dass sie partizipieren wollen. Wenn du partizipieren willst, musst du Standards bedienen. Und die Spielwiese. Das ist ja ihre Entscheidung. Ja, das ist nicht die Entscheidung, weil der Markt ist einfach viel enger geworden. Die Zugänglichkeit von Plattenfirmen ist viel enger geworden. Du wirst nicht mehr für 3 Platten wie früher gesigned. Du wirst noch überhaupt nicht gesigned. Du wirst irgendwie entdeckt, kommst in ein Songwriting-Camp, dann wird ein Song getestet bei Spotify. Wenn der okay ist, der zweite. Wenn du 3 hast, die okay sind, machst du mal eine EP, bleib digital. Und ob dann mal ein Album oder sonst was rauskommt, das dauert. Und in den Songwriting-Camps läuft es so, du kommst als Band hin, als individuelle Band, und dann hast du ein Produzententeam, das dir einen Song in jeder musikalischen Spielart, ob das Schlager oder Grindcore oder ostmongolischer Kehlkopfgesang ist, ist völlig egal. Nee, die machen es denn alle. Die produzieren in 2 Tagen 4 Songs, dann sagt die Band so, ja, ich nehme 2, und dann sagen, okay, die anderen 2 verkaufen wir an eine andere Band, ist ja egal. Und so funktioniert sehr viel der aktuellen Musikproduktion, die für das, was nicht im Mainstream ist, kaum noch Platz und Raum lässt, und auch das Empowerment in Ausbildungsstationen ist nicht zu sagen, versuch widerständig zu sein, versuch anders zu sein, versuch irgendwie Stooges zu sein, versuch Slime zu sein, sondern einfach, nee, mach doch mal lieber so oder dreh mal Autotune ein bisschen rein, und das muss alles total produktionsgetrieben sein oder das Track and Hook. Okay, jetzt haben wir diese Berichte aus dem Film. Janis sagte das, dass die kleinen Filme es wahnsinnig viel schwerer haben als früher, dass alles sozusagen auf den großen Haufen noch draufgeschmissen wird, die Blockbuster funktionieren. Du berichtest, die Zugänge werden enger und kleiner. Im Musikbusiness, wie sieht das in der Kunst aus, Christina und Roman? Erlebt ihr das auch oder ist da das Widerständigsein oder das Danebenliegen ja möglicher? Ich glaube, ich kann gar nicht so wahnsinnig viel sagen zu Künstlern, die jetzt mit, na klar, es gibt auf jeden Fall Künstler, die sich, die digital arbeiten und die künstliche Intelligenz nutzen für sich. Und da würde ich aber auch oftmals sagen, also Julia Stoschek mal besuchen zum Beispiel hier in Berlin, also spannende Positionen, aber das sind alles, da entsteht eben Neues, ne, mit dieser Technologie, genauso wie du es eben formuliert hast. Aber erleben das Künstler auch, dass der Zugang in den Markt, weil der muss letztlich auch irgendwie sein Brot kaufen, schwieriger wird und enger wird und ihm viel mehr gesagt wird, okay, ich erkenne bei dir ein Talent, aber mach's mal so und guck dir mal den an und geh mal dahin und dann machst du das bitte so ähnlich in Frage an den Künstler. Frage an den Künstler, Roman.
Du kannst sowohl als auch. Du kannst klassisch bleiben und malen oder Kunst machen, wie du sonst gemacht hast. Oder du kannst die künstliche Intelligenz für sich entdecken und benutzen. Es ist komplizierter, weil die Programme, also ich kann die Programme nicht schreiben. Ich muss mit einem Team an Leuten zusammenarbeiten. Also ich hoffe, da die Tendenz ist richtig in den beiden Algorithmen schreiben, dass die werden immer komplexer und viel leichter zu bedienen. Also bald wird jeder Künstler, hoffe ich, selber einen eigenen Algorithmus trainieren können. Das ist ein Idealfall. Da haben wir ein super Werkzeug. Aber es ist verdammt kompliziert, jetzt gerade nicht nur die neue Systeme zu benutzen, aber auch eben mit diesen wahnsinnigen Ideen da anerkannt zu werden, weil das ist ziemlich, ziemlich progressiv und die klassischen Sammler, zum Beispiel meine Sammler, die ich hatte, sind abgesprungen, nachdem ich mich dann eben entschieden habe, mit dem Algorithmus zusammenzuarbeiten. Ja? Sind aber neue dazugekommen? Ich mache es trotzdem sehr langsam, denn es gibt schon ein Generationsproblem. Die Neuen, die es cool finden, haben noch nicht diesen Wunsch zu sammeln oder Sammler zu werden oder die haben gerade, die kaufen sich ein drittes Auto lieber als ein Bild. Aber ja. Erstmal sowohl als auch, weil ich mich sehr radikal verändert habe. Ja? Also ich habe dann wirklich irgendwie, ich hörte auf, gegenständig zu sein und dann, das ging ziemlich schnell, weil die Entwicklung wirklich dauerte nur ein paar Monate. Inzwischen vertiefe ich nur diese Art Veränderung. Und das war verblüffend. Auf einmal konnten die einfach nicht den alten Lipsky erkennen. Und dann, wenn ich noch über Algorithmus etwas erzählt habe, wenn ich über den Muse dann berichtet habe, dann sind die weggerannt. Ja? Und das ist das Problem. Aber ich habe zwischendurch über Schlagzeilen nachgedacht. Wie wäre sowas wie über den Sinn der künstlichen Intelligenz für einen Künstler? Künstliche Intelligenz ist genauso gut wie Bier oder Wodka für einen Künstler. Ist sogar viel besser, denn du kriegst super Idee, du bist kreativ und hast keinen Kater danach. Okay, das wär eigentlich ein prima Schlusswort, aber ich möchte gern noch mal hören, weil mir der Mann aus dem Hintergrund da hinten dezent anzeigt, dass wir langsam in den Landeanflug kommen mögen, ob ihr noch Fragen habt. Bitte schön. Komm gerne, ja. Und darf ich dabei mal gucken, ob noch jemand etwas wissen möchte? Du und du, zwei Hände sehe ich noch. Bitte sehr. Okay, Jonathan Muth von der UdK, da studiere ich Kommunikationswissenschaften. Ich bin auch freiberuflicher Entwickler und Gameboy-Musiker. Und was ich gerade ganz interessant fand, war, dass du praktisch die Figur des Rausches aufgemacht hast, die ja wiederum mit dem Rauschen in Verbindung steht. Und wir haben eben kurz den Satz, da entsteht Neues. Und man könnte den auch ummünzen zu, da entsteht Neues. Und in dem Moment, und da sind wir dann bei Heinz von Förster, wo Rauschen in ein System eingeführt wird, also die Anzahl der Systemelemente erhöht wird, kann sowas wie neue und höhere Ordnung entstehen. Und ich finde eigentlich diesen Gedanken ganz charmant, wenn man auf kreatives Schaffen blickt, wenn wir einfach sagen, okay, wir haben da einen neuen Störfaktor, der ist in dem Fall jetzt digital, das sind Algorithmen, die regen da irgendwas an. Ja? Und dann bin ich eigentlich wieder derjenige, der da draus ja, was Neues schafft. Also Neues aus Neues. Wäre das ein Gedanke, den du so unterschreiben würdest? Oder? Ja. Denkbar knappe Antwort. Und bei euch? Auch ja. Ja, ob der Algorithmus eine Störquelle ist, ist ja eine Definitionsfrage. Aber ich finde, Neues aus Neues ist ein super Slogan, super Arbeitstitel. Nein, aber Neues ist erstmal Irritation und ich glaube, Algorithmen produzieren kein Neues, sondern sie produzieren eher einen Wohlklang und keine Irritation. Ich finde, sobald etwas sperrig ist, sobald etwas nicht leicht zu konsumieren ist, sobald etwas mir einfach ins Gesicht schlägt, auf die Ohren schlägt, dann ist es was es produktiv mit mir macht und Neues in den Rausch mich führt, in dem was passiert. Okay, jetzt sind wir aber wirklich ganz schön in der Wortklauberei, aber ich möchte doch nochmal, also wenn du sagst, Algorithmen produzieren Neues, ich hatte es bislang immer eher so gesehen, die produzieren Ordnung, die erkennen Muster, was ja
vielleicht nicht der exakte Widerspruch ist, aber auf jeden Fall in einer anderen Kategorie. Genau, ich würde sagen, das eine bedingt das andere. Ich habe zum Beispiel den kompletten Textkorpus von Niklas Luhmann digitalisiert und da so ein neuronales Netzwerk drüber laufen lassen. Und das Interessante ist, dass man, wenn man sich am Ende Textschnipsel ausgeben lässt, den Störfaktor variieren kann. Wenn der höher ist, entstehen Sachen, die vom Sinngehalt weiter von dem weg sind, was Luhmann ursprünglich geschrieben hat, ja, mich stärker irritieren und praktisch die Sinnzurechnung, die bei mir stattfinden will, wird schwieriger. Wenn ich den Störfaktor runtersetze beim Generieren dieser Textschnipsel, dann habe ich perfektes Deutsch, aber nichts Neues. Und das ist ja was dort praktisch als digitales Rauschen in dieses Netzwerk eingeführt wird. Das verstehe ich, aber was würde Niklas Luhmann dazu sagen? Der ist ja leider auch schon tot. Ja, aber was würde er dazu sagen? Also weil dann nimmst du ja, wir waren vorhin beim Remix beim Zusammenpürieren von Dingen, die da sind, denen ich was dazugebe, ist dann Autorschaft und Urheberschaft aufgehoben in dem Sinne? Na, ich glaube, er würde sagen, in dem Fall konstituiert sich da ein ganz neues System, das in einen anderen Modus der Selbstreproduktion switcht. Und da entsteht dann halt was Neues innerhalb dieses Systems. Luhmann ist viel zu redundant, um überhaupt einen Remix zu erzeugen, weil er zu wenig Material hat, dass es remixed werden könnte. Okay, wir machen kein Luhmann pro Seminar. Das hätten wir zu Beginn der Stunde machen müssen. Vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal sehr anregend. Danke dir schön. Es gab zwei weitere Fragen. Ich weiß nicht, ob die auch direkt auf den Textkorpus von Niklas Luhmann abzielen oder auf etwas anderes, das wir hier vorne besprochen haben. Ja. Sag mal, bist du Shanli? Ach, hallo. Hi. Ich würde gerne auf das zurückkommen, was du vor einer halben Stunde angesprochen hast, auf die Unsicherheiten, weil ich schon ein bisschen verblüfft bin, wenn ein Maler sagt, er gibt jedes seiner Bilder seiner Muse und sich nicht wundert, ob in 10 Jahren die Muse den Maler ersetzen kann. Also ich habe mich das schon gefragt. Und ich fand, eben wurde ja nochmal ganz klar gesagt, was zum Beispiel Texte angeht, Drehbücher und so weiter, auch da ganz klar, nee, so kreativ kann eine künstliche Intelligenz oder ein Algorithmus nie sein. Wundert mich, vor 2 Jahren hat auch ein Google-Produkt, AlphaGo, es geschafft, das asiatische Spiel Go, von dem ich kenne das, ich habe selber nie gespielt, aber ich habe verstanden, es soll sehr, man muss doch einen kreativen Ansatz haben, um das spielen zu können. Und da wurde ein Mensch dann von AlphaGo, von der künstlichen Intelligenz besiegt vor 2 Jahren. Also wenn solche Dinge Meister möglich sind. Meister sogar, Go-Meister. Genau, einen ganz großen Meister, lass es nur so sagen, genau. Also ich würde jetzt persönlich, wenn ich Malerin wäre, bei solchen Schlagzeilen dann doch aufhorchen, oder? Ja klar, aber weißt du, das ist so. Also ich male nicht nur Bilder im Dialog mit dem Algorithmus. Erstmal das, weil das ist wirklich nur ein Experiment, ein Versuch, was jetzt mehr wurde. Und ich stelle fest, ich verändere mich. Deswegen alles, was parallel dazu gemalt wird, die Bilder, die ich auch neben dem Dialog male, die zeigen, die weisen auch auf starke Veränderung. Und das ist fantastisch, weil jeder will sich verändern, jeder will irgendwie sich weiterentwickeln. Ja? Und was war... Nein, das ist eben fantastisch. Darum geht es auch gar nicht. Ich will keinen humanoiden Roboter im Atelier haben oder ein Interface, der für mich alles irgendwie erledigt. Die Sache ist eben, dass dieses Dialog, das Sinnvolle, passiert auf der mentalen Ebene und nur da. Und niemand wird für mich Bilder ausführen. Also es wurde schon öfters praktiziert. Alle großen Ateliers oder wohlhabende Künstler hatten Maler, die liefern nur Ideen, also wie Jeff Koons zum Beispiel, ich habe das selber gesehen, wie es bei ihm gemalt wurde, er hat nur eine Idee entwickelt und dann 50 Maler haben das ausgeführt. Das finde ich uncool. Was ich mache, ist cooler. Der maximale Diss, das ist uncool. Aber ich würde doch die Frage gerne nochmal weitergeben, worauf du ansprichst oder worauf du reagierst, ist ja so ein Gefühl der Kränkung. Du empfindest es nicht und sagst, nee, mich bereichert das und ich schalte es ein und aus, wie ich möchte. Aber dennoch kann ich mir gut vorstellen, dass es auch wie eine Kränkung erlebt werden kann, wenn eine Maschine annähernd in dem Metier unterwegs bin, in dem ich bislang dachte, ganz gut zu sein. Also wenn mir jetzt Merlin, der Redakteur, am Ende des Salons sagt, das war ja gut und schön, aber das nächste Mal sitzt da eben Watson oder so und stellt schlauere Fragen, dann würde ich das schon als kränkend empfinden. Könnt ihr das so auch gar nicht nachvollziehen, ähnlich wie Roman, oder sagt ihr doch, ja, das würde mir schon auch wehtun? Ich wäre auch ziemlich beleidigt, ja, auf jeden Fall. Wenn die Drehbücher dann von
Maschinen geschrieben würden. Ich habe auch nicht gesagt nie, also ich habe nur gesagt heute nicht, und weil ich eben glaube, dass diese Aufgabe, sich in Charaktere hineinzuversetzen, fast so komplex ist wie ein Mensch zu sein. So in dem Moment, in dem Computer komplett Menschen simulieren können, haben wir vielleicht andere Probleme als arbeitslose Drehbuchautorinnen und Autoren. So. aber ich glaube, dass so Hybridformen, dass da schneller was kommen kann. Also zum Beispiel die BBC hat ja so Forschungsprojekte zu Adaptive Media, nennt sich das. Also dass die sich anpassen an die einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass Geschichten immer dieselbe Form haben, ist auch noch so, wenn man auf die ganz große Zeitschiene guckt, auch eine neue Idee. So, weil die meiste menschliche Geschichte ist ja eher orale Tradition gewesen, noch vor der Schrift, und natürlich, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, erzähle ich sie vielleicht ein bisschen anders, als wenn ich sie dir erzähle oder wenn ich sie meinem Bruder erzähle oder so, weil ich weiß irgendwie, was die Zuhörerinnen und Zuhörer mitbringen und was diese und passe die Geschichte entsprechend an, und das kann ich mir schon eher vorstellen, dass da Algorithmen in die Lage kommen, so eine Geschichte anzupassen. Oder ganz banal, was die bei der BBC zum Beispiel machen, ist eine Kochshow so adaptieren: wenn ich weiß, jemand hat nur eine halbe Stunde Zeit, dann schneide ich sie halt anders, sodass dass das von der Zeit her passt. Oder wenn jemand halt für einen Film 2 Stunden Zeit hat, dann lasse ich vielleicht noch ein paar Szenen drin, die sonst rausgefallen werden oder so. Also dass man von diesem starren Werkbegriff, es gibt den einen Cut und dann noch den Director's Cut vielleicht oder so, wegkommt, dass es ein bisschen fluider wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber da bleiben immer noch Menschen involviert. Für uns als Arbeitsauftrag in der Redaktion rausnehme, du sagst, morgen ist das noch nicht, dann müssten wir eigentlich nochmal eine Diskussionsrunde zu übermorgen oder den Tagen danach machen. Du wolltest aber nochmal auf diese Frage nach der narzisstischen Kränkung antworten. Ach, ich bin da ganz entspannt, weil schau dir an, willst du den Algorithmus bei Let's Play sehen oder Gronkh? Also das verschwindet nicht. Der Algorithmus wird nicht die Sexiness haben, wenn du über so Let's Play-Formate nimmst. Ich will sehen, wenn der Gronkh das durchhaut, und ich will lernen bei ihm und so weiter. Das macht mich viel mehr an, und ich glaube nicht, dass sich das demnächst ändern wird. Und beim anderen, wenn ich am 14.07. in der ersten Reihe in der Waldbühne stehe, dann möchte ich, dass Nick Cave mich anschweißt. Und ich möchte nicht, dass der Algorithmus, sondern eine Simulation von. Ich glaube, die Erfahrung des Realen und die Performativität des Realen wird bleiben, und auch dann hier verbunden mit einem Narzissmus des Menschen oder des Anthropologischen. Das wird nicht verschwinden. Es wird eine Herausforderung sein, wo man sich fragen muss, vielleicht muss der Narzissmus etwas reduziert werden und wir bescheidener werden oder devoter werden im Umgang mit uns selbst, wie toll, wie großartig wir sind. Aber der Stachel des Realen wird niemals verschwinden, egal in welche digitale Sphäre man kommt. So, das kannst du dir mit Blut unterschreiben lassen. Ja. Dann gab es noch eine Frage. Bitte schön. Ich würde mich gerne nochmal auf diese Plattenindustriekritik beziehen. Und ich habe das Gefühl, dass es da sehr um so eine Kapitalismus-Marketing geht, die irgendwie auf diesen unscharfen Begriff von KI projiziert wird. Und es gibt dann in der Runde so ein High Five, weil keiner so richtig vermag, das zu beschreiben und das zu fassen. Und ich glaube, irgendwann saßen Leute mal zusammen, so schon mal Kerzenschein, ne? Und einer sagt so, ey, wozu brauchen wir eigentlich Strom? Und alle so High Five. Also mir fehlt ein bisschen die wirkliche Kompetenz in der Runde, die damit arbeitet, die das verteidigen kann und die das auch mal beschreiben kann. Weil das irgendwie so ein bisschen, also es gibt, glaube ich, kreative Prozesse mit was auch immer. Es ist ja nur ein Tool, ne? Und das muss irgendwie nochmal bei uns generell mehr gefasst und mehr beschrieben werden, bevor das nur so Projektionsfläche von irgendeiner Angst wird oder sowas. Und das finde ich so ein bisschen schade oder schwierig. Ich versuche es. Eine Frage, sorry. Nee, ja, ich versuche es aber trotzdem vielleicht in eine umzufipsen, wenn ich verstanden habe, was du meinst. Du sagst, wir projizieren jetzt zu viele Wünsche oder Ängste oder Erwartungen, statt erstmal zu gucken, wie funktioniert so ein Ding. So, jetzt nochmal schön laut. Will ich von vorne anfangen, ne? Also ich glaube, was dir fehlt, ist eine Definitionsfrage, oder? Worüber reden wir? Genau, KI, Maschinenlernen, Deep Learning? So, es ist halt sehr, sehr schwammig, und so, jeder kann was reinprojizieren, aber es ist nie ein wirklicher Begriff da, über den wir gerade diskutieren. So, ne? Also über was reden wir? Über Algorithmen, reden wir über einfach nur Schnittmengen, die so eine App bildet. Und da finde ich so ein bisschen, ist das zu viel Projektionsfläche für das Böse. Ne, und da muss irgendwie noch, also es müsste jemanden da sitzen, der damit wirklich arbeitet und da vielleicht auch mal so Begrifflichkeiten ein bisschen klären kann, damit wir nicht in so einer populären... Ich stehe jetzt natürlich in dem Ruch, mich hier rauszureden, dass ich hier so schwammige Begriffe einfach durchwitschen lasse, aber tatsächlich nach der Lektüre des Zeitartikels, der auch eingangs angesprochen war, habe ich das Gefühl, selbst die totalen Superhirne kommen da nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, wovon sie reden, wenn sie von
KI reden und sich tatsächlich auf einen Terminus einigen. Aber ich frage hier nochmal die Fachleute. Und damit bin ich fein raus. Janis, bitte. Ja, also du hast schon recht, glaube ich, dass es ein bisschen durcheinander geht, weil wir auf verschiedenen Ebenen über die Anwendung von künstlicher Intelligenz oder Daten oder Algorithmen oder Big Data sprechen. Oder Muße, das hat mich ja irritiert, Muße, genau. Kommt das also auch noch rein. Auf der einen Seite in der Produktion von kulturellen Werken, auf der anderen Seite in der Distribution. Das sind so vielleicht die beiden Basislayer, auf denen wir jetzt gesprochen haben. Und das sind dann sehr unterschiedliche Fragen. In der Produktion geht es um Fragen wie, befördert das Kreativität oder behindert es Kreativität? Kann es was Neues produzieren? Und auf der Distributionsseite eben eher, schränkt es Auswahl ein, dressiert es Menschen oder hilft es bei der Entdeckung und irgendwie eine Fülle von Inhalten zu navigieren, die neu ist. Und das mit der Marktkritik, da war vorhin keine Zeit drauf zu antworten, habe ich auch so rausgekriegt. Ich wollte auch kurz vorhin sagen, du zeichnest so die Vergangenheit der Plattenfirmen und Filmstudios auch sehr, sehr positiv in Abgrenzung zu einer heutigen datengetriebenen Welt. Ich glaube, also man sollte sich auch klar machen, dass früher auch es krasse Gatekeeper gab, so in der Kulturindustrie, aber dass in der Regel eben mächtige alte Männer waren, die entschieden haben, oben in den Studios, welche Filme gemacht werden. Und bei Musik kenne ich mich nicht so aus, aber ich nehme an, dass es ganz ähnlich war. Und das vielleicht, wenn du sagst, Marktforschung ist der Feind von Kreativität, ich glaube auch, dass eher im Markt als in der Forschung da der Grund dafür ist, dass man sich irgendwie so, dass man eben immer irgendwelche ökonomischen Imperative hat, die in die Produktion selbst der Werke und in die Entscheidung, welche dieser Werke dann einem großen Publikum zugänglich gemacht werden, Eingang finden. Sind aber sehr viele Themen, die jetzt schwer in der Kürze zu diskutieren sind. Also von daher, die Kritik muss man schon annehmen, irgendwie, klar. So, und deswegen verspreche ich euch, dass ihr gleich 1:1 in die tieferen Gespräche einsteigen könnt. Ich will nur eine letzte schnelle Runde machen und mir von jedem von euch hier vorne sagen lassen, was wir uns heute Abend zu Hause angucken, um die Befürchtung oder aber Hoffnung in einem Film, in einem Clip, in einem Song verdichtet zu erleben. Was gucken wir uns an, um zu verstehen, worüber wir hier geredet haben? Bitte. Hüsker Dü, New Day Rising. Endlich. Christina. Was, wenn du in ein Kunstwerk, wenn du sagst, schaut euch diese Künstlerin oder schaut euch das Kunstwerk an, da seht ihr nochmal einen Aspekt der Debatte, die wir heute Abend geführt haben. Was schauen wir uns an? Na, vielleicht nicht ganz künstliche Intelligenz, aber schon Technologie. Ich bin ganz gespannt, Jonathan Mese mit Brigitte Mese zu sehen, das jetzt auch verfügbar ist, was bei uns im Hause ist. Nicht leicht hinzukommen, aber über die Arte 360-Grad-App kann man sich das zu Hause ansehen. Das ist diese VR-Experience. Richtig, genau. Ja. VR. Okay. Mhm. Janis, bitte. Black Mirror immer wieder, vor allem dritte Staffel, erste Folge, Nosedive. Okay, und du, Roman? Ich bin so sehr mit mir selber beschäftigt, dass ich dir keine Tipps gebe. Ach Quatsch, das glaube ich jetzt nicht. Doch. Also dann guckt euch Roman Lipski an im Netz. Okay, habt vielen Dank euch hier vorne. Vielen Dank euch hier für die Diskussion und euch auch fürs Nachfragen und fürs engagierte Dabeibleiben. Ich möchte euch noch ein paar Sachen sagen, wenn ihr hier was nachhören wollt. Und wie gesagt, wir waren ja hier in Wortgewittern. Wenn ihr noch mal hören wollt, wie war das im Mittelteil und wer hat jetzt eigentlich noch mal welchen Aspekt hier reingebracht. Ihr findet das Video dieser Diskussion in ein paar Tagen auf hig.de oder auf YouTube. Dann gibt es jetzt neu meine Werbeeinblendung bei Audible rundrum begleitende und vertiefende Podcasts zum Thema, auch nochmal mit diversen Interviews und so, da könnt ihr auch nochmal tiefer reinbohren. Und dann, weil ich ja das schöne neue Wort Customer Relationship Management gelernt habe, sagt uns auch gerne, wie ihr das findet, damit wir selbiges Management optimieren können. So, kurzer Ausblick noch. Digitalisierung, wir haben drüber gesprochen, verändert kulturelle Produktion oder kann es zumindest. Wir müssen uns überlegen, wie und wie wir das wollen. Verändert aber auch eine alte Sache wie Ackerbau und Viehzucht. Und deshalb widmen wir uns im nächsten Salon der Mistgabel 4.0. und gucken, was der Roboter im Stall und die Drohne auf dem Acker Mensch und Vieh so bringen und was vielleicht auch nicht. Und all das am 30. Mai um 19 Uhr. Bis dann.